Tja, warum mache ich Elektrotechnik? Weil es sich lohnt. Tobias Blome, 26 Jahre alt, studiere jetzt im zweiten Mastersemester an der FH hier in Aachen Automatisierungs- und Antriebstechnik, komme eigentlich aus dem Ostwestfälischen, also nicht von hier, und habe mich für Aachen entschieden, weil ich gesagt habe, wenn ich Elektrotechnik mache, dann möchte ich das auch wo machen, wo der Ruf ganz gut ist, weil wenn man als Student anfängt, weiß man ja noch nicht, was gut ist, was nicht gut ist. Wenn man sich so erkundigt in Zeitschriften, in Wirtschaftsmagazinen, dann ist die FH Aachen da schon ganz, ganz weit vorne, was die Qualität bei Elektrotechnik angeht. Ja, die Inhalte meines Studiums sind vielfältig. Erstmal haben wir ja alle die gleichen Grundlagen im Studium Elektrotechnik. Was ist ein Transistor, was ist ein Kondensator, was sind die Bauteile? Und dann in der Vertiefungsrichtung Automatisierungs- und Antriebstechnik geht es dann auch darum, Antriebe auszulegen und Maschinen zu automatisieren. Meine Bachelorarbeit ging darüber, einen Time-of-Light-Abstandssensor zu entwickeln, der über ein Fluglaufzeitsverfahren misst. Also man, zum Beispiel könnte man das vergleichen mit einem Stein, den man im Brunnen schmeißt, die Zeit hört, bis er unten aufschlägt und sich daraus rückrechnet, wie tief der Brunnen ist. Und das halt mit Licht. Ja, die Vertiefungsrichtung habe ich eigentlich gewählt erstmal, weil es auch meiner Ausbildung entsprach. Also ich habe halt eine Ausbildung als Elektroniker für Automatisierungstechnik und dann lag es auch nah, Automatisierungstechnik zu studieren. Und im Laufe des Studiums hat sich das auch als richtig bisher herausgestellt. Ja, der Praxisbezug ist sehr stark gegeben, weil jeder hat heute ein Smartphone, jeder arbeitet mit dem Laptop, jeder arbeitet irgendwo mit elektronischen Komponenten. Mir hat besonders gut an der FH Aachen gefallen, dass die Professoren eine gewisse Nähe zu den Studenten haben und dass, wenn man Fragen zu Übungsaufgaben hat, die man nicht verstanden hat, man immer zu denen gehen kann und die da immer offen sind, einem zu helfen und einem Dinge nochmal zu erklären. Und ich glaube, so eine gewisse Nähe ist nicht immer üblich und die, finde ich, zeichnet die FH Aachen schon aus. Ja, besonders schwierig ist, glaube ich, den Einstieg zu finden aus diesem schulischen Lernen raus in das selbstständige Lernen und Erarbeiten von Aufgaben und Fähigkeiten. Schwer fiel es mir vor allen Dingen in den ersten zwei Semestern, wo man noch nicht den Einstieg hatte, noch nicht wusste, wie man sich auf die Klausuren richtig vorbereitet und als Team eine Aufgabe zu erschlagen, weil man alleine das nicht schaffen will oder nur sehr schwer schaffen will. Also Lerngruppen sind da schon sehr wichtig. Ja, es war eine bewusste Entscheidung, ja. Es war die Entscheidung, Interesse an der Technik mit einem Beruf zu verbinden, der nachher einem auch einen gewissen Lebensstandard sichert.